Juhu und herzlich willkommen zum Gameplay von Survival Bang. Games. Kann sein, dass es heute sogar mal uncut wird. Weil wie ich schon im letzten Bang. Mario Kart Part Gedöns erzählt habe, habe ich jetzt die Woche über Praktikum bis zum Bang. 14. im Forschungszentrum. Das heißt, ich muss super früh da sein, dahin Bang. fahren eine halbe Stunde Bang. lang Bang. und bin auch meistens Bang. erst um 4:30 oder so Bang. zu Hause, hab dann Bang. zum Teil noch Sport oder will noch Sport machen. Und dann sieht es manchmal schon ein bisschen eng aus. Dann kriege ich echt nichts mehr gebacken mit Videos. Deswegen kam unter anderem zum Beispiel gestern kein Video, weil ich einfach nur Time for this Bullshit hatte. Wirklich, und mein Wochenende war so zugeklatscht. Ich konnte nichts vorproduzieren. Ich konnte die ganze Zeit nichts vorproduzieren, weil mein Leben super busy geworden ist. Ich weiß nicht, ich zocke in letzter Zeit auch Bang. super wenig. I don't know what's happening mit my life right now. Weil irgendwie bin ich super busy und ich bin echt nicht mehr so ein Sucht-die-PC-Gamer. Finde ich echt voll gut. I love this. Weil ich hatte ja am Wochenende meinen Abi-Ball unter anderem und auch ein Badminton-Turnier, was am selben Tag war. Und ich war mit meinen Freunden auf dem Christopher Street Day und es war so krass heftig anstrengend, so viel an einem Wochenende zu haben. Und dann hat ja das Praktikum auch noch angefangen und da kam echt die volle Action dazu. Und da dachte ich mir so, so eine Runde Survival Games kann man echt mal zwischendurch klatschen. Ich bin immer noch super müde. Ich habe gestern nur 5,5 Stunden geschlafen. Das ist echt ekelhaft gewesen. Deswegen muss ich eigentlich noch was Schlaf nachholen. Aber da dachte ich mir so, yo, Uncut geht immer oder einfach ein bisschen cutte ich. I don't know. Ich will dich haben. Du bist mein Freund. Ja, okay, vielleicht nicht, wenn ich dich töte. Aber es wäre schon geil. Bye. ich bin nämlich jetzt momentan im Forschungszentrum. Yeah. Und da habe ich mir heute angeguckt, wie Gehirne aufgeschnitten werden. War geil. also es werden quasi so Scheiben geschnitten vom Gehirn. Aber trotzdem voll cool. I loved it. War echt super interessant anzugucken und so. Und morgen sind halt sehr viele Vorträge dran. Und ich muss erst um 9 Uhr da sein. Und nicht wie heute, wo ich um 8 da war. Und der Praktikumsleiter, der sich um mich kümmern sollte, erst um 9 gekommen ist. Und ich um 10 vor 8 da war und eine Stunde schlafen musste. Schlafen? ja, okay. Das auch irgendwie. Auf jeden Fall wäre ich fast eingeschlafen. Das würde ich sagen. Episch. Okay, ich werde sterben, ich werde sterben. Ich hab's nicht drauf, was tu ich gerade? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das haben auch 1000 Leute wieder wegen dem Texture Pack gefragt. Also nicht 1000, eine Person. Aber der war echt hartnäckig, der hat sogar zweimal gefragt. Oh mein Gott. Super heftig. Auf jeden Fall, ja, ich wollte das mit Jan regeln. Der war ja letztens in Berlin, da hatten wir keine Zeit. Jetzt habe ich keine Zeit. Wir kriegen das aber noch geregelt. Wir kriegen das noch hin. Eigentlich sind wir fertig. Weil für die neue Version wollen wir es eh nicht rausbringen, weil wir da noch super viel umbauen müssten und wir da beide keinen Bock drauf haben, weil wir beide eigentlich kein Minecraft mehr spielen. Aber für die Leute, die es trotzdem interessiert, also für die 1.8 kommt es dann trotzdem raus, so wie es jetzt momentan eigentlich ist. Ich habe nur nicht die ganz fertige Version, weil Jan die fertige Version hat, aber der hat mir die noch nicht geschickt. Also quasi. Quasi werde ich dann einfach mal irgendwann ein Video machen. Yeah, könnt ihr jetzt runterladen? Wow, yeah, geil, freut euch alle und so. Auf jeden Fall bin ich so müde, ey. Ich musste beim Praktikum auch zum Ende hin eigentlich nur noch was lesen, weil ich glaube, die wussten nicht mehr, wie sie mich beschäftigen sollten. Und dann haben die mir einfach was auf Englisch zum Lesen gegeben. Aber das war ja nicht nur, dass es Englisch war. Es war so richtig fachbezogene Scheiße mit super viel Physik und so. Und ich so, was? Ich verstehe ganze Fachbegriffe nicht. Ich habe das Grundwissen von der Physik überhaupt nicht, um das ganze Zeug verstehen zu können. Hi. Was willst du? Aber ah, schade. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Haha, ihr könnt alle gar nichts. Oh fuck, da ist noch einer. Pew! Wow, super getroffen. Super getroffen. Super krass heftig. Boah, fick dich, ganz ehrlich. Was will der überhaupt? Oh, Fotze, ey. Hammer. Hat er nicht verdient! Irgendwie finde ich es richtig sad, dass es so leer hier geworden ist bei Survival Games. Survival Games war immer mein Game, mein Chill-Game. And I loved it. Und guck mal, bei 64er Mess ist nur ein Schild und das ist auch noch für Team-Scheiße. Und ich hasse Team. Hässlich. Und hier sind auch fast keine Schilder mehr. Was ist das für ein trauriges Leben geworden? Auf jeden Fall war ich ja auf dem Christopher Street Day. Das war sogar einfach cooler als mein Abi-Ball, weil mein Abi-Ball war so voll lame. Weil dieses dumme Fußballspiel am selben Tag war von Deutschland. Und es ging ja so ewig lange. Und die ganzen Leute waren nur bei Public Viewing und die hat sonst nichts interessiert. Die haben nicht getanzt. Und die haben auch noch Schlager gespielt. Es ging echt gar nichts klar. Es war super disgusting. I hate it so much. Also für mich war es jetzt nicht der geilste Abi-Ball. Aber dafür war Christopher Street Day halt echt nice. Nur ich war bis 3 Uhr wach und wir sind dann um 10 ist unser Zug gekommen und ich musste um 9 aufstehen. Jo, läuft auf jeden Fall. War super easy für mich. Ja, bin ich gar nicht gestorben. Wie kommt ihr denn auf sowas Scheiße? Bling. Aha. Ah. Gib mir nur. Ich geh einfach mal weg, ne? Bye. Was willst du?
Ach, diese Bitch. Hüpf und ich hüpf und ich hüpf und ich hüpf. Und ich hübsch, ja, das bin ich natürlich auch. Auf jeden Fall Christopher Street Day war super angenehm, sehr coole Leute da, mega nice Atmosphäre, I loved it so much. Und dafür wollte ich schon mal anteasern, dass auf jeden Fall ein Video dazu noch auf meinem Zweitkanal kommen wird. Aber ich muss jetzt mal die Zeit zum Schneiden finden, ich weiß noch nicht, wann es passt. Vielleicht mache ich das am Wochenende mal, vielleicht schaffe ich es auch abends schon, wenn ich demnächst nicht so müde bin und nicht immer Sport mache, weil ich will jetzt mit einer Freundin auf Fitnessstudio anfangen. Also habe ich noch weniger Zeit, als ich es vorher schon hatte. Geil! Und ich bin ja in letzter Zeit auch oft, super oft am Kochen und Backen und irgendwie geht die Zeit einfach verschwunden. Sie macht einfach puff und ist weg für immer und ich denke mir so, ja, ist geil. Ich kann nichts mehr machen. What is this actually? Und am Wochenende bin ich schon wieder auf dem Geburtstag. Oh, es ist momentan einfach nur Highlife und so. Es ist schon geil, aber ist auch anstrengend. Also es hat ein bisschen was vom First World Problem. So, oh mein Gott, ich gehe auf so viele geile Partys und Events, dass ich einfach keine Zeit mehr habe und super müde bin und bla und leider nicht mehr zocken kann und so. Also es ist schon Gejammer auf hohem Niveau. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist momentan echt ganz geil. Oder wir haben einen Sticker gekriegt. Hier. Sticker. Ja, okay, das war jetzt kein Sticker, aber das ist ein Sticker. Und so weiter. Und das war echt cool. Das war ja so das erste Event dieser Art, wo ich war mit meinen Friends. Und es war echt super cool. Wir waren sogar mit 10 Leuten da, was eigentlich ziemlich viel ist. Aber ich habe ja schon voll oft gesagt, so 80% meines Freundeskreises ist eh LGBT. Was ich eigentlich ziemlich krass finde. Das ist wirklich viel, wenn man so drüber nachdenkt. Weil immer, wenn ich so Statistiken lese, so wie viele Teile der Bevölkerung irgendwie LGBT sind, dann steht da immer nur so 5%. Und ich denke mir so, hä, wie sind die denn bitte verteilt? Sind die alle bei mir oder was? Hammer, hat ja nur 30 Jahre gedauert, bis ich Waffe gekriegt. Ein Helm auch noch. Oh la la, thank you very much. Hey, was ist das hier? Deine Leute kaputt, jetzt sind ich voll fett gefunden. Das sind die eigentlich Stufen oder was? Verstehe ich echt nicht, was hier abgeht. Auf jeden Fall bin ich aber in meinem Praktikum momentan im Bereich der Neurologie, also so Neurowissenschaften und sowas in der Richtung. Das ist echt eigentlich ziemlich cool, weil die machen halt so Forschungen zu den Fasern. What the fuck? Mein Spiel stürzt einfach ab. Yeah. Bang. Die letzte Runde musste erstmal abscheißen, was ich euch gerade erzählen wollte. Es geht nämlich bei dem Projekt, wo ich quasi so indirekt als Praktikant dann mitarbeite, ist halt so eine Sache, wo es um das Gehirn einerseits ganz generell geht, aber es geht vor allem um die Gehirnfaser, also die Neuronenverbindungen, die es im Gehirn gibt, die dann quasi entschlüsselt werden sollen. Dafür wird das Gehirn halt so in verschiedene Scheiben geschnitten, also so ganz, 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 ganz super dünn, also kleiner als Millimeter, nämlich Mikrometer. Sehr interessant und so. Und dabei wird dann quasi immer so die Struktur analysiert anhand von Lichtwellen quasi. Also ein bisschen kompliziert, also man muss schon so die physikalischen Hintergründe kennen, die ich selber nicht kenne. Da sitze ich dann auch nur und sage so, sehr interessant, okay. Aber selber habe ich auch nicht so die krasse Ahnung von Physik, weil ich Physik sofort abgewählt habe. Aber es geht halt vor allem darum, wie das Licht durch diese Strahlen fällt. Also es werden quasi so zwei LEDs über und unter das Gehirn gelegt und dazwischen ist dann halt auch noch so ein Filter und dabei kann man das dann so rotieren lassen und da ändern sich dann die Lichtintensitäten und sowas. Und das ist echt interesting. Hi. Du wirst sterben. Ah, oh, jetzt spammt er hier, wie blöd. Aber es ist halt ein ist das eine Fotze, ey. Aber es ist ein schwieriges Projekt und es wird auf jeden Fall lange Zeit in Anspruch nehmen. Also der Projektleiter, der quasi auch mein Berater, mein Berater, genau, weil ich leite das Projekt, ich bin so geil. Der ist mein Betreuer bei dem Projekt. Und der hat das quasi schon seit 10 Jahren am Laufen, ey, heftig. Hä? Er ist erster Alltime? Nee, jetzt mache ich nicht Stats, dann mache ich nachher Stats. Da habe ich irgendjemand Geiles getötet. Look at, war der erste in den Stats? Das wäre natürlich nice gewesen. Ich meine, man hat schon gemerkt, dass er gut spielen kann. Aber er hatte halt einfach Pech gehabt, weil er keine Waffe hatte und ich ihn getargetet habe. Aber passiert, so ist das Spiel. Hab Pech gehabt. Komm her! Renn erstmal voll gegen die Wand. Läuft bei dem. Und bist du in den Kaktus gelaufen? Schade, was will der? Was will der? Hammer. Stop it. Ugly Biatch? Nee! Auch ernsthaft? Zwei Herzen?
So, jetzt gucken wir, ob das wirklich true ist. Oh mein Gott, das ist ernsthaft erster. Ich hab den ersten im Ranking getötet. Ohne Witz, läuft bei mir. 300 Jahre nicht mehr gespielt. Tja. Ja, wäre nicht doof, der tötet mich. Der tötet mich. Der hat bessere Sachen. What? Ernsthaft? Ohne Witz? Jo. Komm doch mal her, da käme der PLC. Ich habe aber keinen Bock auf den Wasserkampf. Also wenn er ins Wasser geht, ne. Ciao. Not going there. Definitely not going there. Hi. Was geht? Bist du mein Freund? Bist du? Hässlich. Ist ein Furze, ist ein Furze. Kannst du dich immer. Boah, ey. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tja, ich habe halt einfach den ersten in der Rangliste getötet. Bestimmt spielt so niemand mehr Survival Games, so das war so gar nichts Besonderes. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn ich ein bisschen sehr viel gelabert habe, einfach nur so drumherum. Aber dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye, Shaka.